Neue Techniken, praktische Lösungen oder unnützer Schnickschnack. In Top oder Flop schauen wir genau hin und sagen, was Sie als Autofahrer weiterbringt und was nicht. Heute der Fernlichtassistent. Ziel: einmal Licht einschalten und vergessen. Das System schaltet dann automatisch zwischen Abblendlicht und Fernlicht um, passend zum Verkehrsgeschehen. Natürlich dürfen andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden. Im Test drei Systeme von Audi, BMW und Mercedes. Bei allen beobachtet eine Kamera das Verkehrsgeschehen vor dem Auto. Sie erfasst einfallendes Licht von vorausfahrenden und entgegenkommenden Fahrzeugen. Soweit die Theorie. Doch klappt das zuverlässig? Und sind wir tatsächlich häufiger mit Fernlicht unterwegs? Wir starten mit dem Mercedes. Sein System erkennt selbst kleine Lichtquellen in großer Entfernung. Fernlicht setzt es eher zurückhaltend ein. Auch auf der Autobahn oder bei überholenden Fahrzeugen wird frühzeitig das Licht sozusagen gedimmt. Diese Technik verwendet nur Mercedes. Was mir gut gefällt, ist dieser sanfte Übergang. Das heißt, er senkt die Scheinwerfer ab. Es ist nicht so ein starker Kontrast zwischen an und aus. Sehr angenehm, auch für den Gegenverkehr wahrscheinlich. Ganz so clever wie versprochen ist das System aber nicht. Die je nach Verkehrssituation stufenlose Leuchtweitenanpassung des Fernlichtes funktioniert bei unserem Fahrzeug nicht. Probleme hat der Benz bei stark reflektierenden Verkehrsschildern. Das System schaltet dann drahtlos hin und her. In seltenen Fällen wurde auch der Gegenverkehr geblendet. Insgesamt waren die Reaktionen anderer Verkehrsteilnehmer aber rar. Der Mercedes setzt das Fernlicht im Vergleich am defensivsten ein. Ja, zurück zu unserer Frage, muss ich mich noch ums Licht kümmern, wenn ich den Fernlichtassistenten dabei habe? Also wenn ich ihn jetzt in meinem Auto hätte, dann würde ich ihn anschalten, würde es so lassen. Trotz kleinerer Mängel, die wir jetzt festgestellt haben. Als nächster ist der BMW an der Reihe. Die Unterschiede zu Mercedes sind schnell sichtbar. Man merkt hier doch deutlicher den Unterschied zwischen Abblend- und Fernlicht. Dadurch, dass er den Scheinwerfer nicht senkt, sondern wirklich ausschaltet. Und noch etwas fällt nach kurzer Fahrzeit auf. Die Anzahl der Fehlentscheidungen ist bei BMW höher als bei Mercedes. Würde ich genauso sehen. Selbstreflexionen von kleinen Verkehrsschildern reichen aus und der BMW schaltet nervös zwischen Abblend- und Fernlicht hin und her. Das wirkt störend und ermüdet auf Dauer die Augen. Aber nicht nur deshalb wirkt der Fernlichtassistent im BMW nicht so überzeugend wie der des Mercedes. Redet flüssiger, redet eher nach meinem Verständnis. Das Audi-System setzt das Fernlicht am konsequentesten ein. Gut für die eigene Sicht, schlecht für den Gegenverkehr, der sich häufiger geblendet fühlt. Rücksichtsvolle Autofahrer werden dieses System nach kurzer Zeit deaktivieren. Klar, Straßenschilder machen keine Schwierigkeiten. Es ist auch bisher nicht so flackerig, das heißt an, aus. Das macht einfach einen ruhigeren Fahreindruck aus. Ja. Doch das ist eigentlich Nebensache, denn keines der Systeme kann fehlerfrei zwischen Reflexionen und Scheinwerfern unterscheiden. Einschalten und vergessen. Wer kann das am besten? Das BMW-System scheint unausgereift. Es schaltet teilweise nervös hin und her. Am Ende Rang 3. Der Audi setzt konsequent auf Fahrersicht, häufig zulasten anderer Verkehrsteilnehmer. Deshalb Platz 2. Der Mercedes setzt das Fernlicht insgesamt am defensivsten ein, bietet aber dadurch die beste Unterstützung. Wirklich perfekt ist aber noch keiner der zwischen 300 und 1.700 Euro teuren Fernlichtassistenten.